Hier eine Extremwertaufgabe. Welcher zylinderförmige Becher mit angegebenem Volumen hat die kleinste Außenfläche? Wir werden solch einen Becher durch einen Zylinder modellieren und was wir suchen, sind Radius und Höhe von diesem Zylinder so, dass die Außenfläche minimal wird. Da wir von dieser Außenfläche ein Minimum suchen, werden wir diese Außenfläche zuerst ausdrücken mit diesen zwei Variablen R und H. Denn was hier effektiv variiert, das ist der Radius R und die Höhe verändert sich dementsprechend mit, weil der Rauminhalt von dem Zylinder ja angegeben wird. Wir werden jetzt diese Außenfläche mit den zwei Variablen R und H ausdrücken. Und das geht ziemlich rasch, denn die Außenfläche von diesem Zylinder ohne Deckel, das ist diese Kreisfläche, das ist der Boden, also Pi r Quadrat, plus der Flächeninhalt von diesem Rechteck. Die Mantelfläche von einem Zylinder ergibt effektiv ein Rechteck. Der Flächeninhalt wird berechnet durch diese Breite h mal diese Länge. Und diese Länge von dem Rechteck entspricht genau dem Umfang von diesem Kreis, also 2 Pi r. Daher ist der Flächeninhalt von diesem Rechteck 2 Pi r mal h. Und somit haben wir die Außenfläche von diesem Zylinder schön ausdrücken können mit den zwei Variablen r und h. Wir möchten aber nur eine Variable, zum Beispiel r, sehen. Deshalb werden wir diese Variable h anhand von r ausdrücken. Und das geht rasch, weil der Rauminhalt vom Zylinder ja angegeben wird. Der Rauminhalt des Zylinders wird berechnet durch Basisflächeninhalt, also Pi r Quadrat, mal die Höhe. Die angegebene konstante Zahl v ist also gleich zu Pi r Quadrat h, woraus wir schließen, dass h dasselbe ist wie v geteilt durch Pi r Quadrat. Also können wir hier drin dieses h durch diesen Bruch ersetzen und somit erhalten wir die Außenfläche ausgedrückt mit der einzigen Variablen r. Und da wir von dieser Funktion ein Minimum suchen, werden wir diese Funktion ableiten und von der Ableitung eine Zeichentabelle erstellen. Die Ableitung einer Summe, das ist die Summe der Ableitungen. Ableitung von Pi r Quadrat, das macht 2 Pi r. Die Ableitung von 1 auf r, das ist minus 1 auf r Quadrat. Die Zahl 2v ist konstant. Wir werden diese Differenz zuerst faktorisieren. Das heißt hier, wir machen beide Brüche gleichnamig und somit können wir von diesem Bruch diese Zeichentabelle erstellen. Die zwei besonderen Werte sind für den Nenner 0 und für den Zähler die Kubikwurzel aus v geteilt durch Pi. Schauen wir zuerst das Zeichen von dieser Differenz. Diese Differenz wird 0, wenn r gleich zu dieser Kubikwurzel ist. Also da schreiben wir eine 0 hin. Links von der 0 hat dieses Binom überall dasselbe Vorzeichen. Also brauchen wir nur bei einem Wert links von dieser Nullstelle zu schauen. Nehmen wir zum Beispiel die 0. Wenn wir r durch 0 ersetzen, hier, so finden wir minus 2v und das ist negativ. Also hier steht die 0, links von der 0 überall negativ. Jetzt nehmen wir einen R-Wert rechts von dieser Kubikwurzel. Zum Beispiel könnte man zweimal diese Kubikwurzel nehmen. Dann ersetzen wir hier R durch zweimal diese Kubikwurzel. Das Ergebnis wird eine streng positive Zahl sein und deshalb rechts von der 0 überall streng positiv. Für R² geht schneller. Denn r² ist 0 bei 0, ansonsten überall streng positiv, weil es ja ein Quadrat ist. Jetzt können wir Schlussfolgern bezüglich der Ableitung a' von r, Ableitung, die gleich zu diesem Bruch ist. Wir sind hier vorsichtig gewesen und haben den Bruchstrich
in diese Tabelle eingezeichnet. Warum? Weil sobald unterhalb von diesem Bruchstrich eine Null erscheint, setzen wir hier einen Schrägstrich, weil man durch Null nicht teilen kann. Ansonsten finden wir diese Zeichen, indem wir das geteilt durch das machen. Negativ geteilt durch positiv ist negativ. Hier haben wir Schrägstrich. Negativ auf positiv ist negativ. 0 auf positiv macht 0 und positiv auf positiv macht positiv. Daher also diese Zeichenzeile für die Ableitung A'. Schlussfolgerungen für die Funktion a selbst. Wir wissen, wenn r kleiner gleich 0 ist, ergibt das für unsere Aufgabe keinen Sinn. Einen streng negativen Radius gibt es nicht. Und wenn der Radius 0 ist, dann haben wir keinen Zylinder, sondern nur einen Strich. Also setzen wir hier einen Schrägstrich. Da wo a' streng negativ ist, da fällt a, also hier Pfeil nach unten. Da wo a' streng positiv ist, da steigt a, also hier Pfeil nach oben. Bei dieser Kubikwurzel ist die Ableitung 0. Das heißt, bei dieser Zahl gibt es eine horizontale Tangente zum Graph der Funktion a. Und daraus können wir schließen, dass diese Funktion a bei dieser Kubikwurzel ein Minimum erreicht. Was also bedeutet, wir müssen für r diese Kubikwurzel wählen, damit diese Außenfläche ein Minimum erreicht. Und wie groß ist dann diese Höhe? Die Verbindung zwischen h und r lesen wir hier. Also brauchen wir in diesem Bruch dieses r nur zu ersetzen durch diese Kubikwurzel und so finden wir die entsprechende Höhe. Machen wir das? Wenn r gleich zu dieser Kubikwurzel ist, dann finden wir h, indem wir hier drin das r durch die Kubikwurzel ersetzen. Das führt dann rasch zu diesem Bruch, den man auch schnell vereinfachen kann. Und wir stellen hier fest, die Außenfläche ist minimal. Dann und genau dann, wenn die Höhe der Dose gleich zu ihrem Radius ist. Das halten wir fest. Die Außenfläche von diesem Zylinder ohne Deckel ist minimal, dann und genau dann, wenn der Radius vom Zylinder genau der Höhe entspricht. Ich stelle das hier mal ungefähr so ein. Der Radius muss also etwas größer werden. Dann wird die Höhe automatisch etwas kleiner. Ungefähr so. Der Radius, das heißt von da bis da, entspricht ungefähr der Höhe. Ich muss den Radius vielleicht noch etwas größer nehmen. Eher so. Und somit ist diese Aufgabe beendet.